Wir stehen hier am Floridsdorfer Markt im Hintergrund der Schlingerhof. Das hat einen guten Grund. Am 12. Februar 1934 fanden hier schwere Kämpfe statt. Es wurde mit Artilleriegeschossen auf diesen Gemeindebau geschossen, wie man auf den Bildern dann auch erkennen wird. Es gab damals militärische Auseinandersetzungen und Kämpfe zwischen dem Schutzbund, den Arbeitern und auf der anderen Seite der Heimwehr des Militärs und der Polizei. Es gab zahlreiche Tote und Verletzte. Zustände, die man sich heute gar nicht vorstellen kann, dass Österreicher auf Österreicher schießen. Wir wollen Ihnen diese Ereignisse ein bisschen näher bringen, ohne wirklich zu bewerten oder zu werten, wer schuld oder nicht schuld ist. Anhand von Georg Weisel, dem Feuerwehrkommandanten von Floridsdorf, seinem Schicksal und das Schicksal seiner Verwandten und vieler anderer. Georg Weisel wird am 28.03.1899 in der Brigittenau als einziges Kind einer Arbeiterfamilie geboren. Sein Vater, ein bekennender Sozialdemokrat, erzieht seinen Sohn zu einem prinzipientreuen Sozialdemokraten. Georg Weisel war ein intelligentes und wissbegieriges Kind und hatte keine Probleme, die Realschule zu absolvieren. Als 1914 in Sarajevo die schicksalshaften Schüsse fielen, die in der Folge die halbe Welt ins Unglück stürzten, hörte Weisel auf den Straßen die nationalistischen Parolen wie »Jeder Schuss ein Russ, jeder Stoß ein Franzos, jeder Tritt ein Brit« oder »Serbien muss sterben«. Parolen, die an Weisel abprallten. Zu einem, weil er Pazifist war und zum anderen, weil er der Meinung war, die Monarchie habe am Elend der Arbeiter Mitschuld. Kurz vor Kriegsende wurde auch Weisel als einjährig Freiwilliger eingezogen. Als Pazifist wohl nicht ganz freiwillig. Nach Kriegsende kehrte auch Weisel nach Österreich, Deutsch-Österreich, zurück, wie es jetzt hieß. Ein Staat, den eigentlich keiner wollte. Kaum jemand glaubte, dass dieser Rumpfstaat lebensfähig sei. Weisel war aber auch, wie die Kommunisten und Monarchisten, für die Eigenständigkeit Österreichs. 1919 stellte sich die Frage nicht mehr, denn durch den Friedensvertrag von Saint-Germain wurde der Anschluss an das Weimarer Reich untersagt. Weisel begann sein Studium an der Technischen Hochschule. Sein Vater, ein einfacher Arbeiter, sparte sich von seinem kleinen Einkommen das Studium seines Sohnes ab. Um seine Eltern zu entlasten und um praktische Kenntnisse zu sammeln, arbeitete er in den Ferien als Praktikant im Labor bei den städtischen Gaswerken. Er wurde Mitglied der sozialistischen Studenten. Als begeisterter Bergsteiger trat er auch natürlich den Naturfreunden bei. 1922 beendete er sein Studium. Der frisch gebackene Ingenieur fand aber wie viele, leider zu viele Österreicher, keine Arbeit. Anfang der 1920er Jahre lag die österreichische Wirtschaft im Argen. Unter anderem waren die hohen Kriegsfolgekosten für die Hyperinflation verantwortlich. Erst durch die Völkerbundanleihe und die Schilling-Einführung begann sich die Wirtschaft langsam zu erholen, um 1929 mit der Weltwirtschaftskrise erneut zusammenzubrechen. 1925 fand Ingenieur Georg Weisel eine Anstellung bei der Wiener Berufsfeuerwehr. Er wird Floridsdorfer Feuerwehrkommandant. Weisel wird Mitglied und später Kommandant der Schutzbundabteilung der Wiener Feuerwehr. 1932 wird er auch in die Personalvertretung der Wiener Feuerwehr gewählt. Unter dem sozialdemokratischen Bürgermeister Karl Seitz entstehen über hunderttausende Wohnungen in Wien. Zum ersten Mal haben Arbeiter Wohnungen mit WC und Fließwasser. Lebte doch das Proletariat oft in feuchten, armseligen Unterkünften, die Brutstätte von Krankheiten wie zum Beispiel DBC waren. Und gerade in diesen Gemeindebauten tut sich einiges. Es werden neue Bekanntschaften geschlossen. Die Nachbarinnen huschen von einer zur anderen Wohnung und tauschen sich aus. Die Zöpfe, die als Zeichen der Fügsamkeit sind, fallen. Sie müssen abgeschnitten werden. Ein Schritt einer Trennung von der Vergangenheit. Eine revolutionäre Haltung vollzieht sich auch im Kleinen. Und so steckt eine die andere an, um ihr Aussehen zu verändern.
Es setzt sich von Stiege zu Stiege fort und breitet sich aus. Irgendwann gibt es in den Gemeindebauten keine Zöpfe mehr. Sie bekunden die Eigenständigkeit der Arbeiterfrauen. Auf der anderen Seite vor der Kirche stehen Frauen zusammen und beschimpfen die selbstbewussten Arbeiterfrauen als rote Huren. Es entsteht in dieser Zeit ein nie gekannter Zusammenhalt. Man trifft sich bei den Kinderfreunden, man trifft sich in der Sektion bei den Arbeiterturnvereinen. Die Republik Österreich wird von einer konservativen Regierung, die sich aus christlich-sozialen und deutschen Nationalen zusammensetzt, regiert. Die Sozialdemokraten, die Wien regieren, versuchen in Wien ein Gegenstück zu diesen zu finden. In dieser Zeit entstehen auch die gewaltigen Differenzen und es bilden sich die ersten paramilitärischen Blöcke. Die um ihren Einfluss Fürchtenden schauen sich nach Hilfe suchend um. In ihren Familien finden sie die nach dem verloren gegangenen Weltkrieg herumlungenden Militärs. Sie verdienen sich als Eintänzer. Gewehr bei Fuß stehend harren sie der Dinge. Sie rekrutieren aus Wehrverbänden und Kameradschaftsbünden ihre Männer, um dem befürchteten Ansturm der Anarchie sich entgegenwerfen zu können. Die Heimwehr stand den christlich-sozialen nahe, dies aber ohne klare Parteibindung. Sie wollten die Heimat vor Veränderungen schützen, aber vor allem vor den Sozialdemokraten, die sie als linksextrem ansahen. Die schrecklichen Erfahrungen des Krieges vor Augen, der Umstand, dass die christlich-soziale Partei das Bundesheer beherrscht und dass die zunehmende Bewaffnung der Heimwehrverbände lassen 1923-24 den Republikanischen Schutzbund entstehen. Der Schutzbund sieht sich als Bewahrer der Demokratie und als Wahl gegen den Rechtsextremismus. Weisel erfährt von einem Feuerwehrmann, der gerade aus der Innenstadt kam, dass der Justizpalast in Flammen steht. Weisel ist sofort klar, dass dies mit dem Schattendorf-Prozess und der Großdemonstration zu tun hat. Er erinnert sich an die Ereignisse vom Jänner 1927. Er zieht ihm bei diesen Gedanken den Magen zusammen. So schmerzhaft ist die Erinnerung an das Geschehene. Es war im burgenländischen Grenzort Schattendorf, als zwei Frontkämpfer aus einem Wirtshaus auf eine vorbeiziehende Stützpunktdemonstration schossen. Ein Kind und ein Kriegsinvalide sterben. Weisel konnte schon vor Tagen nicht verstehen, dass die Todesschützen nicht wegen eines Tötungsdelikts vor Gericht stehen, sondern nur wegen öffentlicher Gewalttätigkeit. Der Feuerwehrmann berichtet, dass die Menschen auf der Straße von einem Schandurteil sprechen, das man sich auf gar keinen Fall gefallen lassen darf. Er ist der Meinung, dass die Geschworenen gekauft oder bewusst nach ihrer Gesinnung ausgesucht wurden. Tatsächlich verfolgte die Öffentlichkeit aufmerksam und argwöhnisch die Verhandlung, weil sie eine Manipulation vermutet. Es traf auch zu, dass die geschworenen Bauern aus der Provinz waren, die immer schon etwas gegen das rote Wien, den sie als Wasserkopf bezeichneten, hatte. Mittlerweile sind auf der Straße Rufe zu hören. Die Briten am Mistelbocher, die säbeln die Demonstranten nieder. Polizeipräsident Johann Schober ließ die Demonstration mit Waffengewalt auflösen. Ein nervöser junger Polizist gibt einen Schuss ab. Ein Bursche wird für getroffen gehalten und die Wut bricht voll aus. Polizisten schießen aber auch auf Unbeteiligte oder Menschen, die vor den Unruhen auf der Flucht sind. 89 Demonstranten, 4 Polizisten, ein Polizist davon wird irrtümlich von seinen Kollegen erschossen, sterben. 660 Schwerverletzte und 1000 Leichtverletzte fordern die Unruhen. Für Weisel war es klar, dass dies erst der Anfang der Gewalt ist und dass das rechte Lager auf die Zerschlagung der Demokratie abzielt. Auch warnte die sozialdemokratische Führung mehrmals, härter und offensiver gegen die Gefahr von rechts vorzugehen. Er stieß dabei auf wenig Gegenliebe. Wie recht er mit seiner Einschätzung hatte, zeigt sich bereits 1930, als die Heimwehr dem westlich-demokratischen Parteienstaat abschwor.
Unter der Führung von Graf Rüdiger von Starnberg huldigten sie beim Korneuburger Eid die autoritäre Politik. Unter den Anwesenden soll auch ein gewisser Julius Raab gewesen sein. Wenn man heute vom Revolutionär Weisel spricht, dann klingt es vielleicht wie ein Hohn, dass Weisel ein ruhiger, menschenfreundlicher, umgänglicher und pazifistischer Mensch war. Ingenieur Weisel ist mit Maria verheiratet. Eine Ehe, die auf einer tiefen, innigen Liebe fußt. Maria stammt aus einer bürgerlichen Familie. Doch echte Liebe kümmert sich nicht um Rassen- oder Klassenschranken. Maria stand immer voll hinter ihrem Mann. Nicht, weil es so sein musste, sondern aus einer echten und tiefen Überzeugung heraus. Am 4. April 1930 wurde der einzige Sohn der Familie Weisel geboren. Erwin ist der ganze Stolz, die ganze Liebe seines Vaters. Jede freie Minute verbringt der Feuerwehrkommandant mit seinem Sohn. Im zarten Alter von 4 Jahren wird dem kleinen Erwin, sein geliebter Vater, gewaltsam von einem verfassungsbrecherischen Regime entrissen werden. Immer wieder kam es zu Auseinandersetzungen zwischen den paramilitärischen Blöcken. Doch die sozialdemokratische Führung unternahm zu wenig gegen den stetigen Ansturm von rechts, was Weisel schließlich zum Austritt aus der sozialdemokratischen Partei bewegte. Am 4. März 1933 nützt Engelbert Dollfuß mit der sogenannten Selbstauslösung des Parlaments einen Formalfehler aus. Er berief sich auf das kriegswirtschaftliche Ermächtigungsgesetz aus dem Jahre 1917, um autoritär regieren zu können. Ein Wiederzusammentreffen der Abgeordneten wird von der Polizei dadurch verhindert, dass sie das Parlament umstellen. Bundespräsident Miklasch unternimmt nichts, obwohl er vom Verfassungsbruch wusste. Eine Protestnote mit über 1 Million Unterschriften negiert Dollfuß. Dollfuß verbietet den Schutzbund, die NSDAP und die Kommunisten, die freien Gewerkschaften, die Arbeiterzeitung. Die Pressezensur und die Todesstrafe werden eingeführt. Und wieder kann sich die Parteiführung der Sozialdemokraten nicht zu einem aktiven Widerstand entschließen. Als Weisel merkt, dass eine bewaffnende Auseinandersetzung immer wahrscheinlicher wird, tritt er wieder dem Schutzbund bei. Am 23. Jänner 1934 werden die Wohnungen und Parteigebäude der Sozialdemokraten nach Waffen durchsucht. Die sozialdemokratische Führung ist ratlos. Man will einen bewaffneten Konflikt unbedingt vermeiden. Am 11. Februar 1934 gibt Vizekanzler Fey ein Kommuniqué heraus, das über eine angebliche Entdeckung einer marxistisch-bolschewistischen Verschwörung berichtet. Er fordert auf, mit dem Gesindel aufzuräumen. Die sozialdemokratische Führung schickt ein verschlüsseltes Telegramm an den Linzer Schutzbundkommandanten, welches vor einer Aktion warnt. Er soll aber nichts unternehmen. Dieses Telegramm wird von den Behörden abgefangen. In den Morgenstunden des 12.02.1934 will die Polizei das Linzer Parteiheim Hotel Schiff nach Waffen durchsuchen. Der Schutzbund setzt sich zur Wehr. Der Widerstand von Linz spricht sich schnell herum. In Wien und in anderen Industriestädten werden einige Tage lang gekämpft. Es ist ein regnerischer Montagmorgen, der 12. Februar 1934. Kurz nach 7 Uhr bleiben die Maschinen stehen. Kein Maschinenlärm. Die Arbeiter sehen einander betroffen an. Generalstreik. Die E-Werke haben mit der Abschaltung des Stromes das Signal dazu gegeben. Die Arbeiter gehen nach Hause. Die Straßenbahnen stehen verlassen auf den Straßen in Floridsdorf. Mit Autos schleppen die Straßenbahner die Garnituren in die Remise. Bis zuletzt zeigt sich aber die sozialdemokratische Führung zögernd. Die Aufforderung vom Vizekanzler Fey, mit dem Gesindel aufzuräumen, nimmt das Gesindel nicht hin. Sie setzen sich zur Wehr. Sie versuchen, die Demokratie zu retten. Der Widerstand ist aber schon im Vorhinein ein Opfergang. Ein ehemaliger General sagte, mit Zivilisten ist kein Krieg zu gewinnen. Auch waren nicht alle gekommen. Ein ziviler Haufen mit verrosteten Waffen aus dem
Ersten Weltkrieg steht einer ausgebildeten, gut bewaffneten Polizei, einem eingedrillten Heer mit Panzern und Kanonen und fanatischen Heimwehrabteilungen gegenüber. Weisel verabschiedet sich von seiner Frau und seinem Sohn. Er nimmt sie in die Arme und sagt: Wie der Kampf ausgehen wird, ist einerlei. Das, was ich mache, geschieht für unser Kind und für die Arbeiter. Inzwischen hat der Schutzbund bereits die Wachstube Niedersdorf angegriffen. Nach einem kurzen Schusswechsel wird diese besetzt. Ein Wachmann ist verwundet. Er wird von den Schutzbündnern versorgt, dann werden die Wachleute in den Keller gesperrt. Da sie Widerstand leisten, wird überlegt, ob man sie nicht erschießen soll. Ein Schutzbündler stellt sich schützend vor die Polizisten. Als am übernächsten Tag eine Alarmabteilung das Wachzimmer rückerobert und die Schutzbündler entwaffnet waren, rächen sich die Polizisten an ihrem Beschützer, indem sie ihm mit den Füßen fast zu Tode treten. Da der Streik nicht lückenlos ist, wird das Militär von der Eisenbahn nach Wien transportiert. Haubitzen am Kahlenberg in Stellung gebracht. Sie schießen auf die Gemeindebauten. Riesige Löcher in den Außenwänden legen die armseligen Besitztümer der Arbeiter frei. Inzwischen haben die Feuerwehrmänner von der Floridsdorfer Feuerwache das Polizeikommissariat Gegenschritt gegenüber unter Beschuss genommen. Verbissen kämpfen sie, um ein Ausrücken der Polizeikräfte zu verhindern. Im Schlingerhof, im Seitzhof, im FAC-Bau, am Bahnhof und am Straßenbahnhof toben heftige Kämpfe. Die Straßenbahner können die Angreifer anfänglich des Öfteren zurückschlagen. Während dieserorts heftig gekämpft wird, bricht der Widerstand in der Feuerwache zusammen. Die Feuerwehrleute müssen sich ergeben. Mitstreiter von Weisel wollen ihm zur Flucht verhelfen. Dieser lehnt ab. Er will bei seinen Leuten bleiben. Noch viel mehr. Bei der Verhaftung gibt er an, seine Feuerwehrleute mit vorgehaltener Waffe zu den Kampfhandlungen gezwungen zu haben. Es ist nicht klar, wie viele seiner Kollegen damit das Leben gerettet hat. Weisel und die anderen Revolutionäre werden abgeführt. Im Polizeibericht heißt es, sie werden abeskortiert. Ja, das stimmt, sie werden abeskortiert durch ein Spalier von Polizisten, die brutal auf die Wehrlosen treten oder mit Gewehrkolben auf sie einschlagen. Bereits am 14. Februar um 17 Uhr tritt das Standgericht zusammen, um über den Floridsdorfer Feuerwehrkommandanten zu richten. Es stand wohl außer Zweifel, dass das Urteil schon im Vorhinein feststand, was Weisel auch sicher wusste. Ohne viel zu überlegen gab er zu, an einer Aktion gegen die Regierung teilgenommen zu haben. Ob er es bedauere? Ja, aber nur, dass dies nicht erfolgreich war. Er wurde gefragt, ob er von einer Person den direkten Auftrag zur Bewaffnung erhalten hat. Er weigert sich, den Namen bekannt zu geben. Der Vorsitzende fragt nicht länger weiter. Er beglückwünscht ihn zu seinem mutigen Geständnis. Wenige Minuten durfte ich mit unserem Kind zu Georg in die Zelle der zum Tode Verurteilten. Ich habe meinem Mann die Hand gegeben und ihn auf die Wange geküsst. Er konnte mich und das Kind nicht mehr küssen, weil die Polizisten ihm die Lippen aufgeschlagen hatten. Nur noch wenige Stunden hat Weisel zu leben. Er hätte noch so viel zu sagen, so viel mitzuteilen. Aber die Zeit hat er nicht mehr. Er nimmt sich noch die Zeit, seiner geliebten Frau und seinem geliebten Sohn seine letzten Gedanken zu schicken. Wie du dir helfen kannst? Diese Frage kann ich dir leider nicht beantworten. Dich und Erwin habe ich noch einmal gesehen und euer Bild wird mich auf dem letzten Gang begleiten. Sollte mein Name von den Gegnern beschmutzt werden, dann kannst du ja deinen Mädchennamen annehmen. Meinen Erwin, der mich heute zum letzten Mal mit seiner kindlichen Anmut erfreut hat, brauche ich einer Mutter von deiner Art wohl nicht ans Herz zu legen. Ich habe dir das Schwerste auferlegt und doch bitte ich dich, ertrage es.
Erziehe meinen Erwin zu einem Mann, der rechtzeitig einlenken kann. In einem Brief an seine Eltern schreibt er: Ich sterbe nicht vergebens, unsere Sache wird doch siegen. Es ist der 15. Februar 1934, kurz nach Mitternacht. Ein Justizwachmann geht heimlich von einer Zellentür zur anderen. Leise weckt er die Mithäftlinge auf. Damit will er den Freiheitskämpfern ermöglichen, dass sie ihren Georg Weisel auf seinem letzten Weg begleiten können. Eine sehr mutige Tat des Justizwachmannes. Die inhaftierten Freiheitskämpfer hören seinen lauten Schritt. Den hellen Klang der Internationale, die Georg Weisel sang, als er zum Galgen ging. Friedrich Hillegeist, unter dem Pseudonym Fred Hildebrand, verfasste ein Gedicht, das am 15. April 1934 in der illegalen Arbeiterzeitung veröffentlicht wurde. Der Titel: So starb ein Rebell. Und singend schritt er zum Galgen empor, die Hände zu drohenden Fäusten geballt. Und trotzig erklang es im vielfachen Chor, da von den Wänden es widerhallte. Völker hörten Signale, auf zum letzten Gefecht. Die Internationale erkämpft der Menschenrecht, der Menschenrecht. Die letzten Worte von Georg Weisel waren: Es lebe die Internationale, bevor um 0.44 Uhr sein Leben beendet wurde. Nun sollte man glauben, dass diese Dokumentation hier ein Ende hat. Es gibt aber noch einige Ereignisse, die so bezeichnend für diesen Mann, für seine Frau und für seinen Sohn sind, dass es noch ein Stück weitergeht. Als der kaum 4 Jahre alte Erwin am nächsten Tag seine Mutter zum ersten Mal im schwarzen Trauerkleid sah, fragte er sie, warum sie so ein hässliches Kleid anhab. Die Mutter versuchte ihm zu erklären, dass der Vater tot sei. Erwin sagte darauf: Aber Papa hat ja gestern noch gelebt. Die Mutter erklärte ihm, dass der Vater sich verkühlt habe und gestorben sei. Na klar, wenn Sie Vater so einen hässlichen, schmutzigen Kittel angezogen haben, dann muss er sich ja verkühlen und sterben. Wie schwer es für Maria Weisel und dem kleinen Erwin war, kann man sich nicht einmal annähernd vorstellen, wenn man bedenkt, dass ein Großteil der Arbeiterschaft in der damaligen Zeit in bitterer Armut lebte. Wir sind hier am Zentralfriedhof und stehen vor dem Grab von Georg Weisel hier im Hintergrund. Eigentlich sollte man annehmen, dass man Tote ruhen lässt und dass das Regime eigentlich schon seine Genugtuung gehabt hat. Dem war aber nicht so. Am 3.9.1935 bekam Maria Weisel einen Bescheid vom Amt in Wien, sie müsse diese Aufschrift im Grabstein entfernen lassen. Die Begründung: Es handelt sich dabei um eine politische Aussage. Die Inschrift lautete: Ein Stein unter Steinen im Aufbau der Menschheit. Dieser Spruch zeigt eigentlich das Wesen und das Wirken des Georg Weisels. Maria Weisel legte natürlich gegen diesen Bescheid Berufung ein, mit der Begründung, dass dies keine politische Aussage sei, sondern einfach der Charakter und der Mensch Weisel beschrieben werden soll. Überhaupt wurde das Grab und sein Umfeld genau beobachtet. Besonders dann, wenn Massen zu ihm bildeten und Kerzen anzündeten. Das übrigens auch noch in der Zeit des Nationalsozialismus. Am 3. November 1934 legte der Genosse Rollauer am Grab von Weisel 2 Blumen ab. Er wurde zu 14 Tage Arrest verurteilt. Mit der Begründung, er habe durch sein Verhalten die öffentliche Ordnung an einem öffentlichen Ort gestört. Wieder zurück im Jahr 1934. Maria und Georg Weisel waren zeitlebens mit der Arbeiterschaft intensiv verbunden. Nach dem Tod von Georg erhielt sie rührende Beweise
für die gegenseitige Verbundenheit. Oft klopfte es am Abend an der Wohnungstür und draußen stand ein einfacher Arbeiter und überreichte mir ein Kuvert. Er sagte, die Familie Weisel darf nicht hungern. Obwohl sie selbst kaum genug zum Überleben hatten, sammelten sie für Erwin und mich. Diese Arbeiter haben uns vor der schlimmsten Not bewahrt. Ich habe Erwin diese Szene immer wieder erzählt und hinzugefügt, die Arbeiter sind weinend an deinem Kinderbett gestanden. Sie lieben dich. Du stehst in ihrer Schuld. Vergiss nie, sie abzutragen. Aber auch ein bekannter Textilindustrieller, Bernhard Altmann, bot der Mutter von Erwin 1935 in ihrer größten Not eine Halbtagsarbeit in der Buchhaltung seiner Fabrik an. 1938 musste sie die Anstellung wieder aufgeben, da Altmann Jude war und nach dem Einmarsch Hitlers Österreich verlassen musste. In diesen harten Zeiten war Maria häufig mit Erwin bei den Schwiegereltern. Diese lebten in einem Haus, wo vorrangig jüdische oder tschechische Menschen lebten. Erwin lernte die jüdische Bevölkerung kennen. Sie verhätschelten ihm, sie spielten mit ihm und er fühlte sich richtig wohl. Genau dies war auch, was ihm dann nach dem Einmarsch Hitler gegen den Antisemitismus immun machte. Die Geschichte geht manchmal seltsame Wege. 1940 wurde der Mutter von Erwin angeboten, man sah es als große Ehre an, dass ihr Sohn in Berlin auf die Adolf-Hitler-Schule gehen kann, was natürlich weder Erwin noch seine Mutter wollten. Durch ein Gefälligkeitsgutachten eines wohlgesinnten Psychiaters, einer Scharade des gut unterwiesenen Erwins, in welcher er ein Nervenbündel perfekt simulierte, gelang es, dass die Nazi-Bonzen das Angebot sofort zurückzogen. Was ist nun das Vermächtnis des Georg Weisel? Natürlich könnte man sagen, er ist umsonst gestorben. Man hat ja verloren. Doch das stimmt nicht. Denn sie siegten im Widerstand. Und genau auf diesen Widerstand kommt es an. Einfach nicht tatenlos zuzusehen, wenn die Demokratie zerstört wird. Tatenlos zuzusehen, wenn ein autoritäres Regime die Macht ergreift. Er hat sein Leben gegeben, um ein Signal zu setzen. Er gibt uns das Vermächtnis, für unsere Überzeugung einzustehen und für das größte Gut, das wir besitzen, die Demokratie und die freie Meinungsäußerung zu kämpfen. Es ist dieser Mut, den die Austrofaschisten beim Einmarsch Hitlers nicht hatten. Es ist einfach zu wenig, eine alte Schallplatte mit der damaligen Hymne abzuspielen und zu sagen, Gott schütze Österreich. Man hat nicht das Zeichen gesetzt, sich zu widersetzen. Aber Papa hat ja gestern noch gelebt.